Im Spiel um Platz 5 treffen die beiden Sieger der kleinen Halbfinals aufeinander. Die SG Heinz hatte deutlich mit 4:0 gegen Bad Vilbel gewonnen. Dementsprechend ist das Selbstbewusstsein groß vor dem Duell mit dem FC Gambach. Der Kreisligist konnte seinerseits knapp mit 2:1 gegen Dietzenbach-Offenthal gewinnen, sehen sich aber von Beginn an in der Defensive gefordert. Franziska Jona startet mal durch in Richtung Strafraum, der Abschluss aber landet in den Armen von Ilona Afrin. In der Anfangsphase läuft das Spiel nur in eine Richtung. Der Versuch von Koralska knallt erst noch an den Pfosten. Der Nachschuss passt dann aber punktgenau. Dominika Koralska mit der bereits zu diesem Zeitpunkt verdienten Führung. Es dauert ein paar Minuten, bis sich Gambach auch mal in die Offensive wagt. Dann aber setzt Ricarda Lopez zum Solo an und sucht am Ende auch selbst den Abschluss. Janina Philipp im Tor der SG Heiz ist jedoch zur Stelle. Ansonsten bleibt es dabei, offensive Akzente setzt meistens die Sportgemeinschaft. Wieder landet der Ball bei Koralska und die versucht Matuza in Szene zu setzen. Der Ball ist zwar hinter der Linie, der Treffer zählt aber nicht aufgrund einer Abseitsposition. Wir sind mittlerweile schon in der Schlussphase, Ballgewinn von Gelsomino und die macht dann alles klar. Francesca Gelsomino mit dem 2:0 und gleichzeitig der Entscheidung in diesem Platzierungsspiel. Auch die letzte Szene dieser Partie gehört nochmal der SG Heiz. Franziska Jona hat gleich Doppelpech. Ihr ist in diesem Spiel einfach kein Treffer vergönnt. So bleibt es schlussendlich beim 2:0 Erfolg für die Sportgemeinschaft, die den Mainova Fuchs Cup damit auf dem 5. Rang beendet. Für den FC Gambach heißt es am Ende Platz 6.